Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einer neuen Folge zu Monster Hunter Rise. Wenn euch das Video gefällt, lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja, hallo zurück meine lieben Zuschauer. Ihr fragt euch jetzt sicherlich, warum steht der hier in der neuen Rüstung? Ja, also seit dem letzten Mal, zumindest seit dem letzten Mal, was ich euch gezeigt habe auf YouTube, auf Twitch mache ich das hier jetzt nicht mehr. Da habe ich den Baroff und den Ketsu, meine ich, bekämpft. Und die darauffolgenden Dateien habe ich schlicht und ergreifend weggeworfen, weil die absolut unbrauchbar waren. Es ist bei den davorigen Parts ja schon aufgefallen, aber ich erwähne es hier nochmal, dass die Audioqualität bei dem Stream irgendwie extremst miserabel war. Und deswegen wollte ich das jetzt ab sofort normal aufnehmen. Die Monster, die ich jetzt ausgelassen habe, also für euch jetzt auf YouTube, die auf Twitch werden das eh nie erfahren, die werde ich euch, wenn wir zu den Online-Questen kommen, nochmal zeigen. Und dazu möchte ich übrigens auch noch eine Info raushauen. Fragt mich nicht, ob ihr mitmachen könnt, das wurde ich schon so oft gefragt. Jetzt nicht auf YouTube, sondern auf Twitch, und zwar massiv. Ich habe mir schon einen Trupp zusammengestellt, mit dem ich die Online-Questen machen werde. Das wird ein Dreier-Trupp sein. Aus mir, dem Sunny und noch einen aus dem Privatbereich. Ein Freund von mir und Sunny, der auch sehr gerne Monster Hunter spielt und von dem ich weiß, dass der auch anständig spielt. Also, dass ich den gebrauchen kann. Wir werden dann so gesehen ein Dreier-Team sein und werden dann den Kram hier zusammen meistern. Wie gesagt, die Monster, die ich rausgelassen habe, das waren zum Beispiel der Tetranodon, der Barioff, dessen Rüstung ich gerade trage, der Tobi Kodachi, sogar ein richtig cooles Monster namens Somnerkampf, den will ich euch hier auf jeden Fall zeigen, wenn wir zu den Online-Questen kommen. Dazu werden wir übrigens noch Regeln machen, dass wir uns den Rüstungen anpassen, je nachdem, was wir gerade bekämpfen. Also, dass wir jetzt nicht die ultimativen Waffen benutzen, sondern Waffen benutzen, wo der Kampf noch ungefähr ausgeglichen ist. Wir dürfen eine Waffe dann mit einer Elementstärke haben, aber wir werden uns ein bisschen zurückhalten, damit die Kämpfe auch nicht innerhalb von 3 Minuten direkt beendet sind, wie es zum Beispiel beim Bagi der Fall war. Weil der war ja extrem schwach. Und ich zeige euch jetzt auch noch hier über den Questschalter. Ich habe auch mal noch ein paar Nebenquests gemacht, von denen ich nichts mehr wusste. Bei Stufe 3, hier haben wir zum Beispiel den Tetranodon, wie erwähnt. Den hatte ich nach dem Baroff noch gemacht. Danach hatte ich hier noch den Königslutrov. Der Somnerkampf, den ich gerade erwähnte. Der Barioff. Und der Tobi Kodachi. Und als dringende Quest, um auf Stufe 4 überhaupt zu kommen, war der Bishad dabei. All diese Monster werdet ihr erst bei den Online-Missionen sehen. Und es herrscht hier auch bei Offline einfach die Regel, dass ich solche Missionen wie töte 10 Rachnoiden einfach rauslasse. Weil es ist null interessant für euch zu sehen, wie ich kleine Spinnen abschlachte. Oder wie ich Kohle sammel. Aber wir werden auf jeden Fall jetzt uns an die nächsten Monster machen. Ich hatte mir damals schon vorgenommen, auf jeden Fall die Rettheim. Und den Basarios. Den Wolfidom machen wir auch, aber ich glaube, dass der nicht lange leben wird. Und ein Monster, das mache ich jetzt. Das ist nämlich eigentlich nicht wichtig, aber ich will es bekämpfen, den Pukai Pukai. Weil ich meine, den kenne ich noch nicht. Und den will ich heute bekämpfen. Und ich versuche auch jetzt entweder 2 Monster, sofern es schwache Monster sind, reinzuschneiden. Oder ein starkes Monster. So regeln sich jetzt die Folgen. Und ich mache mich bei jeder Zwischensequenz auch stumm, wie jetzt. Oh,
Sesemi, Sesemi, Simi, Romini, Top, Tiro. Sushi, Garish, Kimo, Dasra. Ich will mal kurz ansprechen, wie geil war der denn auf diese Pilze, bitte? Der hat die ja richtig abgeschlabbert. Ach ja, und im Übrigen, so in Sequenzen zwischen dem Punkt, wo ich das Monster jetzt gefunden habe und wo ich es suche, das wird auch rausgeschnitten. Weil wie ich sinnlos über die Karte streife, das wollt ihr auch nicht unbedingt mit ansehen. Warum Fleischköder? Das Ding steht doch eindeutig auf Pilze. Also jetzt ein kleiner Cut, bis ich bei dem Vieh stehe. So, da ist das Monster. Auf ihn mit Gebrüll! Ich weiß gar nicht, ob eine Eiswaffe eine gute Idee gegen den war. Ich habe keine Ahnung. Aber bekannt kommt er mir jetzt nicht vor. Kann auch sein, dass er bei World dabei war und ich ihn einfach nie bekämpft hatte. World habe ich nur zur Hälfte gespielt, weil das langweilig war. Da waren die Viecher noch mal so schwach wie hier. Okay, du hast einen sehr komischen Schweif. Und natürlich hat es mich erstmal direkt vergiftet. So, jetzt wirst du erstmal geschnitzelt. Genau beim letzten Schlag triffst du mich natürlich. Die Flügel sind wahrscheinlich brechbar, ist meine Vermutung. Warum bin ich jetzt genau durch ihn durchgehüpft? Ich müsste das Inventar einmal sortieren. Einen Moment. So. Ich habe auch massig Munition auch offscreen gesammelt. Also, es werden noch die Folgen kommen, wo ich auch mit der Knarre arbeite. Keine Sorge, die kommen noch. Aber hauptsächlich dann, wenn wir zusammen mit anderen kämpfen. Wo willst du hin? Tja, weit bist du nicht gekommen, ne? So, jetzt kommt mein Ultraschnitzer. Ich weiß nicht, wie genau der Angriff eigentlich heißt. Aber ist ja auch nicht weiter wichtig, ne? Also, ich schnitzel ihn weg. Und beim letzten Part, den ich hochgeladen habe, habe ich auch gesagt, der wäre eigentlich nicht so stark, dieser Angriff. Tatsächlich ist der bei Weitem stärker als mein Konterangriff. Und mit Weitem meine ich wirklich bei Weitem. Gut, dass ich mir den einen Seilkäfer gerade geholt habe. So kann ich dich ein paar Mal gegen die Wand schleudern. Oh, ich habe den Remopra sogar mitgetroffen. Einen Moment. Das muss gesammelt werden. Ich brauche noch Honig für eine Nebenquest. Na. Ich finde sie nicht so toll, ne? Mann, hat der eine lange Zunge. Ich bezweifle, dass der Schweif abtrennbar ist. Also das hier ist heute auf jeden Fall eine Einzelquest, dass nur der Pukai Pukai drin ist. Ihr habt alle Infos, die ihr braucht für... Was kommt bei online? Steht halt wirklich fest, wie das ablaufen wird. Die Regel mit dem Waffen, die spreche ich auch nochmal mit den anderen. Dass sie sich für jede Stufe eine Waffe bereithalten sollen, die ungefähr auf dem Level ist. Der Sunny hat bisher so gut wie gar nicht das Spiel gespielt. Also der wird sowieso noch hinterherkommen müssen.
Ihr dürft ihn also richtig schön auslachen, einmal in den Kommentaren jetzt und wenn der mit dabei ist, natürlich. Oh, der Puka Puka ist offenbar schon fangbar. Hab nichts gesagt, wir tun noch den Wolvidon dann dazu. Ich kämpfe eh alle Monster auf der Stufe, bevor ich den Endboss mache. Der hat also eine Eisschwäche. Gönn dir die Pilze. Ja, gönnen sie die. Oh, das sind nicht mal Pilze. Und damit ist er tot. Bestimmt hat er eine Giftwaffe für mich, die ich nutzen kann. So. Jetzt gibt's einen kleinen Cut. Wir sehen uns gleich beim Wolvidon. Ja, und da sind wir beim Wolvidon. Hätte jetzt nicht damit gerechnet, dass es der Königslutroff hier ist. Ja. Der ist ja dort. Das ist nicht weit. Da kann ich auch gleich hier noch ein bisschen über die Regeln sprechen, die ich und die anderen beiden schon festgemacht haben. Also. Da muss ich einmal kurz absteigen. Für Low-Rank-Missionen gilt bei Online, dass wir nicht höher als High-Rank gehen. Ich habe von denen leider schon ein bisschen Info bekommen, dass die Low-Rank-Monster halt trotzdem ein bisschen was aushalten bei der Halle. Also, dass man alleine offenbar 10 Minuten braucht, schon allein mit High-Rank-Rüstung. Obwohl man mit der Mission, also wenn man mit den Offline-Missionen durch ist, eh schon fast auf High-Rank ist mit den Waffen. Und noch ein Kompliment an den Wolvidon. Du kannst wunderbar Bowling spielen. Das ist auch das erste Mal, dass ich jetzt hier auf dem Vulkan kraxe. Also wir wollen halt nicht, dass die Monster innerhalb von ein paar Minuten tot sind. Wie ich gerade eben ja schon sagte mit dem Barki. Das ging schnell. Wolvidon, du enttäuscht mich noch mehr, als ich gedacht hätte. Sollten wir merken, dass die Monster trotzdem recht schnell tot sind, dann gehen wir mit den Waffen, also mit der Waffenstärke ein bisschen runter. Ich würde euch ja einfach nur da auf dem Laufenden halten, wie das ablaufen wird. Ich denke mal, dass wir mit den Offline-Questen auch relativ gut durch sind, eigentlich fast. Da kommen wahrscheinlich nicht mehr viele. Also von dem Bild, was man da ja beim Ladescreen sieht, haben wir eigentlich auch schon fast jedes gesehen. Hättest du mich den Schlag nicht noch eben kurz zu Ende machen lassen können? Ja, ich habe das Remopra getroffen. Das wollte ich eigentlich nicht. Dass das Vieh jetzt Insekten um sich drum kleben hat, ist neu. Hätte ich nicht gedacht, dass sie am... Ach nö, lass mich doch. Dass sie am Ball wieder ein bisschen was geändert haben. Hätte ich nicht gedacht. Aua. Und tschüss. Danke für das Teil. So, ein bisschen wieder kacken. Ich habe ihn halt instant den Rücken gebrochen.
Das ist wieder so ein Kampf, der so lange geht und wird wieder buggy. Übrigens, den Brogi habe ich euch auch nicht gezeigt. Das hat aber auch teilweise den Grund, den konntet ihr bei der Randale schon sehen. So, ne, zum Großteil. Also die Brogi-Quest, die werde ich auch bei Online nicht unbedingt zeigen. Außer da passiert was Interessantes oder Lustiges. Aber ich bin mir schon sicher, dass da auch ein bisschen was Lustiges bei rumkommen wird, wenn ich die beiden Jungs, die ich mir ausgesucht habe, dabei sein werden. Vor allem hinten Sunny passieren ja immer und immer wieder neue lustige Fails. Ah, die Aknakturen. So, Mega Cut. Damit meine ich nicht den, den ich für YouTube mache. Also ich denke mal nicht, dass er lange lebt. Mit dem Tetranodon gab es bei den Streams nämlich einen richtig tollen Moment. Den habe ich sogar geklippt. Also den könnt ihr immer noch auf Twitch finden. Wie gesagt, den zeige ich, wenn wir online bei der Tetranodon-Quest sind. Mann! Jetzt bleibt doch mal stehen. Danke. Auf ihn drauf konnte ich immer noch nicht. Ich muss erstmal wetzen. Danke. Er ist geblendet und findet mich trotzdem. So, dich kaufe ich mir. So, einmal aufboosten. Ich kauf mir dich. Und du bist billig. Aua. Im Übrigen, ich könnte sowas kontern, aber ich würde den Gestank trotzdem, glaube ich, abkriegen. Warum laufe ich da rein, ich Vollidiot? Ah, das Deodorant haben sie auch ein bisschen umgeändert. Es hat einen größeren Bereich und hält länger. In die Lava kann ich dich nicht schmeißen, ne? Aber hinter dem Felsen hier. Pam! Oha. Habt ihr den brechen sehen? Jetzt wirst du geschnitzelt! Zack! Eckstein, Eckstein, alles muss versteckt sein. Auch wenn das hier gerade nicht viel Sinn gemacht hat. Ich hatte einfach mal Bock zu sägen. Also, ich bin auch froh darüber, dass ich jetzt die Stream-Dateien weggeworfen habe. Jetzt nicht, weil hier irre viel zu schneiden war. Auch das war mega nervig. Hier 3 Stunden Material zu einem Video zusammenzuschneiden. Das könnt ihr euch nicht vorstellen, wie anstrengend das ist. Das hat mich mehrere Nächte bei den einen Parts gekostet. Ich warte erst, bis du zu Ende gefurzt hast. Natürlich springe ich genau über dich drüber. So. Eigentlich kann ich hier auch genauso gut fahren. Dann geht das hier schneller. So. Das war alles, was ich sagen wollte. Ich kann jetzt übrigens mich auch ein bisschen besser verabschieden, weil vorher hatte ich einfach immer nur was drüber geschnitten. Ich hoffe, dass euch hier jetzt der Part gefallen hat. War hauptsächlich jetzt Info, was ich raushauen wollte. Demnächst werde ich mich mehr wieder auf die Jagd konzentrieren. Ich hoffe halt trotzdem, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, könnt ihr natürlich ein Abo und ein Like da lassen. Und freut euch natürlich auf die Online-Parts. Die werden wahrscheinlich sehr bald kommen. Bis dahin, tschüss.